Oh, oh fuck! Alter! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Fahr, Junge! Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So, liebe Velo-Freunde, wir fahren jetzt nochmal den blauen Apfel hier. Versuche hier dran zu bleiben an Maximilian, der rast hier wieder wie ein Irrer über den Trail. Ja. Und er hat sie rausgeschossen. Juhu. Guten Morgen, liebe Velo-Freunde. Wir sind heute in Stromberg unterwegs. Heute ist hier Sommerfest. Die Sponsoren des Flo-Trail Stromberg werden da auch vor Ort sein. Also es soll Leihbikes geben, so wie ich gehört habe. Ein bisschen Musik. Die Trail-Experts sind da, machen ein paar Schnupperkurse. Es gibt wahrscheinlich auch wieder Kuchen und Leckeres vom Grill. Ansonsten wird es heute mega warm. Ich bin unterwegs auf meinem Radon Render und der Max hat sich meinen Jab ausgeliehen, weil, naja, seine Bikes sind alle irgendwie nicht gepflegt. Ja, wir werden ein paar Abfahrten machen, aber nichts Wildes. Also ich ziehe heute auch nur Mindestmaß an Protektoren an. Locker, easy, Spaß haben. So, liebe Velo-Freunde, ich habe hier ein Testbike, ein Santa Cruz Bronson C, also Carbon. Ist so ein Mullet-Bike, vorne 29, hinten 7,5. Der Max fährt vor mir, der hat ein Megatower CC. Und ja, dann fahren wir jetzt mal damit und gucken, was die Dinger können. Oh, 1000 Meter heller. Das ist schön. Oh, ist das leicht. Die Narbe ist ein bisschen schnell eingestellt, aber... Null abgezogen. Ich hoffe nicht, dass es nicht so kalt ist. Schaltung schon irgendwie geil. Oh.
auf den Ursprung. Alter! Das ist aber neu, glaube ich. Ey, der zieht ja übel lang. Aber der zieht zum Glück nicht mehr. Alter! Ich bin nicht mal abgeschwungen, was ist denn das? Oh. So, liebe Velo-Freunde, bevor wir diese Testbikes gleich zurückgeben, fahren wir jetzt noch mal kurz so ein bisschen auf dem No-Jokes rum. Ja, Fazit, Max ist mit seinem Ding da mega zufrieden, da passt alles. Und spielt hier, bis der Akku gleich leer ist, mit der elektrischen Schaltung rum. Ja, das Bronzen, ja, ist mir ein bisschen zu, der Lenkwinkel ist mir zu steil. Doch lieber etwas Flacheres. Oder es liegt daran, dass es Mullet ist. Keine Ahnung. Ein schnelles Bike auf jeden Fall. Für mich persönlich nicht das Richtige. Wir fahren jetzt mal ein bisschen No Jokes. Bist du? Ja, Junge. Was ist los? Ja, ich hatte keine Geschwindigkeit, weil ich fast in den reingesprungen bin. Ja, komm, dann starten wir nochmal neu. Oh. Ey, wie geil ist das denn? Alter, die Karre ist schnell für 5, ey. Boah. Ja, liebe Velo-Freunde, wie ihr an diesen verwackelten Aufnahmen erkennen könnt, habe ich dummbatz doch vergessen, den Hypersmooth einzuschalten. Hier sind wir auf dem Übungsparcours, wo die Sponsoren und der Flotel Stromberg selber diese Eventfläche gestaltet haben. Hier konnte man auch die diversen Bikes zum Testen ausleihen. Da es an dem Tag sehr heiß gewesen ist, hat auch die andere GoPro plötzlich aufgegeben und hat nur noch kurz aufgenommen
Danach sind grüne Streifen im Bild zu sehen und danach hat sie sich abgeschaltet. Das seht ihr in den folgenden Aufnahmen. So, weiter geht die Testreihe. Wir haben jetzt hier von der Firma All Mountain aus Wiesbaden einen Focus Locus und einen Rotwild. Und wir fahren jetzt mal mit Strom. Langsam sagt er heute Fahrt. Ich fahre mir wieder einen zurecht. Nicht normal. Scheiß Mücke! Alter. Oh Mann, ich bin damit auch noch. Oh, ja, dieses arme Rad. Ja. Das ist mir gewaltig, Alter. Egal! Oh, das Ding ist so geil! Maximilian fährt jetzt einen Hightower CC und ich fahre einen Heckler CC. Uah. Voll von der Strecke ab und rutschig ist er. Oh, oh fuck! Alter! Ich hab die Scheiße fast übersprungen! Oh, oh, und noch ein Baum! Hier.
Scheiße! Ah. Geht die Karre durch die Kurven, ey. Ja, der Schock war jetzt hoch. Alter. Bei den Kurven ist das dem Regator weit überlegen. Oh. Heckler, ja, nettes E-Bike, war ganz okay. Was hast du? Du hast das Megatower, ne? Hightower. Und war jetzt besser als das Megatower oder nicht? Weniger Federweg, kann gar nicht besser. Weniger Federweg? Das war schneller. Das war schneller. Hm, also Maximilian ist sich da nicht so ganz so sicher. Also. Naja, auf jeden Fall hat es das gemacht, was es tun soll. Zum Abschluss des Tages durfte ich doch tatsächlich nochmal mein eigenes Bike, mein 2021er Jeb fahren. Und wie ihr seht, hatte ich damit auch Spaß. Das Fahrrad ist einfach geil. Ja, liebe Velo-Freunde, die Hitzeschlacht ist vorbei. Uns reicht's für heute. Es war wieder ein super Sommerfest. Danke an den Flo-Trail Stromberg. Wir hatten unseren Spaß mit den Testbikes sowieso. Und ja, auch alle, die wir getroffen haben auf der Strecke und an der Strecke. Ich ziehe jetzt mal meine nassen Klamotten aus und dann fahren wir nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ist für euch kostenlos, hilft uns weiter. Und ja, bis bald im Wald oder zum nächsten Video. Ciao.